Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Wir haben immer noch alle drei Quests offen vom letzten Mal, sprich Licht und Schatten, 30 Priesterkarten auszuspielen, 50 Druidenkarten für 60 Gold und 50 Paladinkarten für auch 60 Gold. Die Priesterkarten werden wir gleich direkt mal tauschen, denn das ist nur eine 40er. Und ach, wir können heute nicht mehr tauschen, wir haben ja schon getauscht, richtig. Das haben wir heute Nacht das letzte Mal gemacht, als wir die letzte Queste dazu bekommen haben. Ich möchte mir bei diesem Mal das allererste Mal ein Kartendeck für das normale Spielen zusammenstellen. Das habe ich bisher noch mit euch zusammen gar nicht gemacht. Lack of this, eigentlich total dumm. Aber dafür muss man sehr, sehr viel lesen, finde ich. Und ich kenne mich da auch noch nicht so unglaublich gut aus. Wir gucken mal, welche Free Decks wir hier haben. Also ich bin jetzt auf so einer Seite, die heißt HearthstonePlayers.com zum Beispiel. Und da gibt es halt, es gibt tausende Anleitungen im Internet, aber es gibt halt immer mal wieder Anleitungen auch für Budget-Decks, also Standard-Decks oder halt komplette Free-to-Play-Decks. Und daran will ich mich heute mal ein bisschen orientieren und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wir gehen also erstmal in die Sammlung rein. Und ich spiele ja am liebsten, ich werde jetzt mal nochmal komplett alle unsere gebauten Decks löschen, denn wir haben eh lange kein Deck mehr gebaut und haben auch noch nie ein Deck gebaut, wo wir wirklich länger mitspielen wollten. Deshalb werde ich die alle nochmal killen jetzt hier und dann werden wir uns ein schönes Deck bauen. Ich bin mir gerade noch unsicher mit was, wir haben ja auch eine Menge neue Karten, die gucke ich mir auch jetzt erstmal an. Beim Druiden ist das hier der Urlanghals, mutiert, wenn ihr einen Diener mit mindestens 5 Angriff auf der Hand habt. Und wir haben den bewachsenen Langhals dazu bekommen. Wir haben beim Jäger noch den tödlichen Schuss dazu bekommen. Beim Magier haben wir mittlerweile den Mana-Würm zweimal. Und den Dampfwoger, den haben wir erst als allerletztes dazu bekommen. Im letzten Deck war der drin gewesen. Finde ich ganz interessant, die Karte. Wir haben die Mutation beim Paladin. Und den lichtgeladenen Stegodon, eine sehr geile Karte. Ja, beim Priester haben wir leider keine neuen Karten dazu bekommen. Beim Schurken haben wir den Klingenblütenpeitscher. Wir haben den Rädelsführer und die Klonkapsel bekommen. Beim Schamanen haben wir den Blitzschlag und die Gezeitenwoge bekommen. Beim Hexenmeister haben wir den Flammenwichtel und das Opfer von Lakari. Das ist der Hexenmeister, also diese Karte hier, das ist die erste und einzige Legendary, die wir bisher haben auf diesem Account. Und nicht nur das, nein. Oh, der Chat funktioniert nicht, sehe ich gerade. Irgendwie, aus irgendeinem Grund. Moment, das muss ich mal gerade testen. Test. Nein, der Chat funktioniert nicht, warum auch immer. Dann versuche ich hier mal kurz neu zu starten. Mache ich dann gleich auch nochmal. Die einzige Queste, die wir bisher haben und die einzige Legendary, das heißt, wir könnten uns ein schönes Hexenmeister-Quest-Deck bauen, um halt das Netherportal zu bekommen. Und damit mal zu experimentieren. Wir haben auch den Teerlaurer noch, das ich auch eine sehr geile Karte finde. Den haben wir auch noch dazu bekommen. Wir haben die umzingelte Wächterin, einmal zerschmettern beim Krieger und das Terrorhornjunges noch bekommen. Und wir haben 17 neue Karten aus der neutralen Perspektive. Doch, jetzt geht der Chat sehr wohl. Perfekt. Wir haben das Feuerteufelchen zum zweiten Mal. Wir haben den Smaragdhäscher. Ja, ich werde jetzt erstmal alle, ich werde jetzt nicht alle aufzählen, die wir neu haben. Ich werde die nur ganz kurz durchgehen. Ah, über den Schlamm habe ich mich sehr gefreut. Und über den Teerkriecher auch sehr, sehr, sehr. Viele neue Midrange-Karten, das finde ich ganz geil. Steinformer zum zweiten Mal. Und wir werden gleich als allererstes in den Herstellen-Modus gehen und unsere überzähligen Karten entzaubern. So, zack. Da haben wir schon mal eine Menge, ja, Karten weggehauen, die wir gar nicht brauchen. Jetzt werde ich die Karten durchgehen, die wir so gar nicht spielen. Also wir spielen
Krieger spielen wir eigentlich nie und den Druiden spielen wir eigentlich auch nie. Mal gucken, was der Druide für goldene hat. Der Druide irgendwelche goldenen Karten, die wir entzaubern können? Nein, leider nicht. Ich gehe mal hier weiter durch, ob wir irgendwo goldene Karten haben, die wir entzaubern können. Der Magier hätte die Eisbarriere. Wenn euer Held angegriffen wird, erhält er 8 Rüstung. Die möchte ich mal nicht entzaubern. Wir haben den Dampfwoger. Ein Elementar, den ich auch gerne behalten würde. Den wir auch entzaubern könnten. Nichts beim Paladin, nichts beim Priester, nichts beim Schurken, glaube ich. Korrekt. Beim Schamanen hätten wir den Jadeblitz. Beim Hexenmeister haben wir den Schrecken der Leere. Einen Dämon. Und neutral gucke ich mir jetzt gerade nicht an. Ja, ich gehe mal in die Budget-Decks hier und schau mal, ob wir einen... ich guck mal nach dem Hexenmeister. Quest-Deck, um uns das mal zu bauen. Jetzt finde ich natürlich jetzt hier jede Menge Scheiß. Das hätte ich natürlich vorher machen sollen, glaube ich. So. Jetzt gucke ich mal hier in so ein paar Seiten rein, was wir hier so finden. Und versuch mal einfach ein Deck nachzubauen. Oder ich gucke erstmal, ob wir das überhaupt, ob wir dieses Deck bauen können. Also das Opfer von Lakari haben wir. Wir bräuchten den Imp dafür, den haben wir schon nicht. Wir brauchen Seelenfeuer dafür, das haben wir doch, oder? Ja, Seelenfeuer haben, hätten wir. Den Leerwandler haben wir auch. Den Librarian haben wir nicht. Das ist natürlich blöd, weil das ist eine... Den Succubus hätten wir. Ach, den haben wir auch noch nicht tatsächlich. Mist, den bräuchten wir auch zweimal. Den bräuchten wir auch zweimal. Das ist auf jeden Fall ein Deck, was wir noch nicht bauen können. Schade. Ich gucke nochmal nach einem anderen Deck. Boah, die kosten alle so unglaublich viel. Das hier würde 360 kosten. Das könnten wir uns irgendwie leisten. Ich glaube, ich versuche so eine Mischung zu bauen aus diesem Deck hier, was ich jetzt gerade sehe, und diesem Questen-Deck. Und schau mal, wie wir da... ich baue erstmal dieses Deck hier nach. Seelenfeuer. Ach so. Ja, ich könnte mir jetzt die Karten hier angucken. Alles klar, ich muss natürlich ein Deck herstellen. Frostwolf Grunzer, Wächter von Mogushan, Champion von Sturmwind. Ich gucke erstmal, wie weit ich mit dem anderen Deck komme. Und die haben wir auch noch nicht. Gerade ist natürlich auch niemand im Chat, der mir helfen kann, glaube ich. Nicht wahr? Nee, ist noch keiner da. Ich habe auch dieses Mal komplett angefangen, ohne vorher mal laufen zu lassen. Gut. Gehen wir erstmal in diesen Modus. Oh,
Oh, den Imp können wir uns gar nicht bauen, oder was? Den Dämon? Das ist ja strange, dass der gar nicht angezeigt wird. Den bräuchten wir auf jeden Fall. Die stelle ich mal gerade her. Den brauchen wir auch, glaube ich, zweimal, oder? Achso, ich bin gerade wieder in einem. Sorry. Ja, den bräuchten wir zweimal. Das heißt, ich stelle ihn direkt nochmal her, damit wir ihn zweimal haben. So. Hä? Wo ist denn dieser Zwerg, dieser Wichtel? Tüdelüdelü. Malche saß Wichtel. Warum können wir uns die nicht bauen? Darf man sich die nicht craften? Kann man den nur ziehen? Wie scheiße ist das denn? Im Ernst? Oder kann mir jemand sagen, warum ich gerade hier so auf dem Schlauch stehe? Malche saß Wächter, also Malche saß Wichtel, kann ich mir nicht bauen. Ach, das ist eine Karasan-Karte, sehe ich gerade. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich richtig blöd. Das ist scheiße. Naja, gut. Ich baue mir jetzt mal ein Hexenmeister-Deck. So, mit Queste. Wir werden das Opfer mit reinnehmen. Das Seelenfeuer zweimal mit reinnehmen. Den Leerwandler zweimal, nee, den Leerwandler nur einmal. Den Flammenwichtel werde ich mal mit reinnehmen, der steht jetzt hier nicht mit drin. Den haben wir auch noch nicht, das ist natürlich blöd. Succubus zweimal. Zack. Den Dunkelhain Ratsherren zweimal. Dann haben wir wieder eine epische Karte, den wir noch nicht haben. Den Silverware Golem. Wir brauchen das Höllenfeuer zweimal. Den Lakari Fellhound haben wir natürlich auch noch nicht. Leider, das ist natürlich jetzt blöd. Und Doomguard. So, und hier brauchen wir als neutrale Karten zweimal das Feuerteufelchen. Wir brauchen die Meisterin der Mixturen zweimal. Wir brauchen den Direwolf zweimal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade nicht. Ja? Sag mir jetzt bitte nicht, dass wir den noch nicht haben. Den haben wir doch auf jeden Fall. Willst du mich verarschen? Im Ernst? Muss ich gerade wirklich gut gucken hier. Wir haben echt noch nicht den Terrorwolf, das gibt's ja gar nicht. Stellen wir den auf jeden Fall noch einmal her. Dann müssen wir gleich ein bisschen was entzaubern, um weiteres herzustellen. Dann nehmen wir den jetzt aber mal mit dazu. Wo ist er jetzt? Da ist er. Zumindest einmal. Wir brauchen als weiteren Elementar den Vulkan zweimal und den Defender of Argus zweimal. Aber den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Oder den haben wir, glaube ich, nur einmal. Verteidiger von Argus. Ah, nee, haben wir auch noch nicht. Sowas Blödes. Na gut, dann müssen wir mit den Karten weiterkommen, die wir jetzt noch haben. Das heißt, ich werde den Terrkriecher einmal mit dazu nehmen. Ich werde auf jeden Fall den Kristall. Oh, Kristall
Tilk Trank. Was für ein Scheißname auf Deutsch, echt. Den Terlaurer werde ich mitnehmen. Nehme ich die Schreckenshöllenbestie mit oder werde ich die einfach mal entzaubern? Ich entzauber die jetzt mal. Ah, die kann ich nicht entzaubern. Das ist natürlich blöd. Schade. Tja, was nehme ich denn da noch mit dazu? Wir brauchen noch 9 Karten. Jetzt gucke ich mal gerade hier noch in dem anderen. +4, +4. Dein Mondfeuer noch mitnehmen. Den Schattenblitz werde ich noch einmal mit reinpacken. Den hungrigen Pterodax werde ich mit reinpacken. Oh, haben wir den Blutzorntrank eigentlich? Ah, den haben wir auch noch nicht. Wie ärgerlich. So, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, genau. Tja, wir können uns tatsächlich nichts Vernünftiges bauen gerade hier. Das ist sehr, sehr schade, weil wir einfach noch nicht genügend... Ja. Genügend gute Viecher dafür haben. Den Blutwichtel haben wir auch noch nicht. Dann nehme ich noch ein paar Spottkarten mit. Wir nehmen einmal den hier mit. Wir nehmen den Schlamm mit. Wir nehmen, wo ist er denn? Die Chemikerin mit. Schildmeister mit. Den Diener von Kalimos mit. Und wenn wir dann schon mal dabei sind, nehmen wir auch noch den Gletschersplitter mit. So, und dann gucken wir mal, wie weit wir mit diesem Deck kommen. Das ist natürlich jetzt wirklich ein total improvisiertes Deck, weil ich kein Deck gefunden habe, was ich jetzt schon craften kann. Weil wir da einfach zu arm für sind, leider. Naja. Hallo Wolfpack, ich grüße dich. Es ist auch noch jemand mit uns hier, aber der redet nicht mit uns. Naja. Damit will ich jetzt erstmal einfach nur testen und dann möchte ich mir für die Questen Decks bauen, damit wir die Questen schnell rumkriegen und wir wieder Gold horten können, damit wir möglichst schnell wieder in die Arena kommen. Jetzt fehlen uns natürlich ganz viele Karten, um viele Karten abzuwerfen. Das ist natürlich jetzt total bescheuert. Sehen wir mal. Ein Lurker, genau. So. Queste. Ich grüße euch. Ist jemand verletzt? Okay. So, wir spotten. Und werden im nächsten Zug direkt wieder spotten. Beziehungsweise, nee, wir werden den Ratsherrn ausspielen, je nachdem, was er jetzt macht. Aber ich vermute, wir werden den Ratsherrn ausspielen.
Du dachtest, ich wäre in Dortmund. Wieso Dortmund? Ist MPS gerade oder was? Ich bin dieses Jahr auf keinem MPS. Ich habe jetzt hier eine Karte. Ist in Ordnung. Wir springen wieder ins Gesicht. In der nächsten Runde spielen wir hoffentlich beide Sukubi aus. Wir können gleich nochmal ins Deck reingehen und können mal schauen, dass wir noch mehr Karten uns ins Deck holen, die Karten abwerfen, damit wir die Queste schneller fürs Netaportal, damit wir die Queste schneller erledigen. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Frage mich, ob... Boah, wie ätzend. Schnell entscheiden. Leerwandler weg. Ordnung. Gut gespielt. So. Ich werde Frau Sukubus holen und werde nochmal Frau Sukubus holen und werde seine Kartendraw-Maschine weghauen. Ziehen. Den Flammenwichtel ausspielen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und die Runde beenden. Tatsächlich. Diese Runde werden wir verlieren. Aber das ist in Ordnung. So, den werde ich jetzt natürlich vernichten. Das wird ihn sicherlich ärgern. Ich werde mir eine Karte ziehen. Den Rest natürlich ins Gesicht latschen. Ich bin abgeschnitten, ja, ich bin abgeschnitten, weil ich zu tief sitze. Eigentlich will ich ja so sitzen. Ne? Da hat er mal gut gespielt. Ich ziehe mir erstmal eine Karte. Und dann spiele ich den Schildmeister aus. Ja. Schon wieder der Scheiß der Grieche. Und den Schlamm drauf. Ein Spiel. Nett, dass ihr mir Gesellschaft leistet. Schade, dass ich den Schlamm gerade ausgespielt habe. Ja, schade, schade, wirklich. Ziehen wir noch eine Karte. Ich werde mir einen zufälligen Trank auf die Hand holen. Und den Elementar und natürlich ins Gesicht latschen. Das war's.
Oh, und der springt mir ins Gesicht, mutig. Wenn das seine Aktion ist, ist er jetzt, glaube ich, tot. Zack. Und zack. Und dann haben wir die Runde sogar noch gewonnen. Schön. Ja, das war mal wieder der dritte Sieg. Und wir haben einen Trumpf im Ärmel. Reittier Hearthstone-Karte. Für euren 100. Sieg im Modus Spielen möchten wir euch eine Belohnung überreichen. Loggt euch in Heroes of the Storm ein, um sie zu erhalten. Hab ich nicht, will ich nicht. Aber immerhin 10 Gold. Na fein, das war unser Hundstatz-Tasieg. Ich werde kurz in die Sammlung rein und nein, stopp, ich werde erstmal hier zurück und werde mir den Questlog anschauen. Wir müssen 50 Druiden und 50 Paladin-Karten ausspielen. Das heißt also, wir gehen in meine Sammlung, machen uns ein Paladin-Deck und bauen das darauf aus, möglichst viele Paladin-Karten zu spielen. Das heißt, wir packen hier einfach alles mit rein, was wir haben. Und was wir möglichst schnell ausspielen können. Zack, so. Wir haben 30 Paladin-Karten pro Runde jetzt. Und damit gehen wir jetzt einfach in die Arena. Das macht nicht so viel Sinn, wobei die teilweise echt ganz witzig sind zu spielen, diese Decks. Aber wir wollen möglichst schnell die Questen absolvieren. Dafür dieses Deck. Um Gold zu horten, um wieder in die Arena zu kommen. Uta gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Die werde ich austauschen. Noch und ziehe die gleiche nochmal. Na gut. So viel Auswahl haben wir nicht im Deck. Ich grüße euch. Ist jemand verletzt? Er fängt direkt mal mit einer bescheuerten Klerikerin an. Wir werden den Murloc ausspielen. Ich nehme die Buße. Und er heilt natürlich ganz klar. Und zieht sich eine Karte. Das kann er gerne tun. Zack. Und zack. Damit springe ich natürlich mal ins Gesicht. Interessante Wahl. Und mit 10 ins Gesicht springen. Jetzt wird er auf jeden Fall ein Schattenwort verwenden. Muss er. Jetzt ist eine Karte auf die Hand. Fair enough. Und wenn er den jetzt nicht tötet, ist er in der nächsten Runde schon tot. Dann sage ich, gut gespielt. Werde das Leben dieses Dieners auf 1 setzen. Werde meine Waffe anlegen.
für die Gerechtigkeit. Ach scheiße, den Angriff eines Bieners. Ach, so ein Kack. Mist, das habe ich jetzt. Ach ja, ich bin blöd. Manchmal bin ich blöd. Zack. Ja, da habe ich mich zu früh gefreut. Da hatte ich einen ganz anderen Plan. Ich wollte das Leben dieses Dieners auf einsetzen, wollte ihn mit meiner Waffe wegmachen. Und dann habe ich auch nicht richtig gerechnet, denn ich wollte eigentlich noch einen Segen der Könige auf meine Hydrologin spielen, um ihn sofort zu killen. Aber er scheint kein Schattenwort auf der Hand zu haben, was ich sehr seltsam finde. Aber gut, manchmal hat man Pech beim Kartenziehen. Na gut, dann ist das so. Zack, dessen Leben wird auf 1 verringert. Das finde ich super, den werde ich gleich los. Und dann kann er nichts mehr tun. Außer 2 Rekruten der silbernen Hand herbeizurufen. Damit ist er tot. Für die Gerechtigkeit. Bumm. Schön. Wobei wir eigentlich gar nicht zum Siegen gerade spielen, sondern eigentlich nur um die Questen zu erledigen. Aber schön, sind wir wieder Stufe 19. Und leveln unseren Paladin hoch. 17 Karten haben wir schon ausgespielt. Wir hätten natürlich noch sehr viel mehr ausspielen können, wenn wir die Runde ein bisschen in die Länge gezogen hätten. Aber so eine Siegessträhne ist ja auch mal ganz nett. Und vielleicht kommen wir sogar noch auf Stufe 18, wer weiß.